So, und jetzt kommen wir endlich zu des Pudels oder Asteroidenskern und den neuen Annahmen der Forscher. Sie gehen davon aus, dass der Asteroid eventuell von einer Ozeanwelt stammen könnte. Grund für die Annahme sind nämlich die in Mineralien eingeschlossenen Wasserteilchen. Man hatte ja bereits vermutet, dass es so etwas auf Bennu gibt, aber die Proben der Sonde haben das jetzt nochmal eindeutig bestätigt. Stellt euch das mal vor, dieser kleine Körper in unserem Sonnensystem könnte Teil eines riesigen Ozeanplaneten gewesen sein, irgendwo weit draußen im All. Die Forscher sagen, dass so ein Ozeanplanet dem Saturnmond Enceladus ähneln könnte, der vor allem wegen seiner vermuteten Wasservorräte unter seinem Eispanzer berühmt ist. Bennu könnte dann vor vielen Milliarden Jahren aus noch unbekannten Gründen von seiner Welt abgebrochen und den langen Weg bis zu uns ins Sonnensystem geflogen sein. Das sind natürlich erstmal nur Annahmen, aber alleine der Gedanke verursacht mir schon Gänsehaut, weil er einfach zeigt, wie groß unser Kosmos doch ist und wie wenig wir eigentlich wissen. Die Forscher untersuchen jetzt erstmal im Kuiper Arizona Laboratory for Astromaterials Analysis wenige Milligramm der insgesamt 250 Gramm schweren Probe. Der Untersuchungsleiter Dante Loretta sagt, wir haben über 1000 Partikel, die größer als einen halben Millimeter sind, 28 Partikel, die größer als einen Zentimeter sind, das größte Partikel ist 3,5 Zentimeter. Es ist also eine beeindruckende Sammlung, die voller wirklich großer Steine steckt. Weiter berichtet er, dass sich die Proben schon jetzt auf Isotopenebene deutlich unterscheiden von dem, was man sonst etwa in Meteoritenproben auf der Erde gefunden hat. Neben dem eingeschlossenen Wasser, das ja allein schon eine Sensationsmeldung ist, sollen die Proben auch eine hohe Dichte an Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel und vor allem Phosphor aufweisen. Letzteres ist wirklich erstaunlich und bereitet den Forschern so ein bisschen Kopfzerbrechen, da Phosphor zu einem der wichtigsten Bausteine für die Entstehung von Leben zählt, was die Hypothese unterstützen würde, dass das Leben auf der Erde eben erst durch Material entstanden ist, das von Asteroiden auf der Erdoberfläche hinterlassen wurde, als sie während der turbulenten Frühgeschichte unseres Planeten auf die Erdoberfläche runtergekracht sind. Und die Phosphorkonzentration in den Bennu-Proben ist erstaunlich hoch. Am Ende stammen wir wirklich alle von Bennu ab, die Bennuianer als grenzübergreifende Spezies oder so. Und wenn man sich dann überlegt, dass die Reste des Ozeanplaneten irgendwo da draußen noch unterwegs sein könnten, dann fliegen da hinten vielleicht unsere Vettern und Cousinen herum. Derzeit werten die Forscher alle Proben aus und für die beteiligten Forscher ist es wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Experience, da es so eine Gelegenheit, Bodenproben von außerirdischen Himmelskörpern zu untersuchen, wirklich nur selten gibt. Es ist zum Beispiel erst das dritte Mal in der Geschichte, dass es den Wissenschaftlern gelungen ist, Stücke eines Asteroiden sicher zurück zur Erde zu bringen. Während die Forscher also aufgeregt im Labor kein Auge mehr zutun, müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis wir mehr darüber erfahren und vielleicht endgültig wissen, welche feuchtfröhliche Vergangenheit Bennu eigentlich hinter sich hat. Loretta sagt, wir werden lange beschäftigt sein, das ist eine enorm große Menge an Proben für uns.